Was ist Fibromyalgie? Wenn ich das jetzt tatsächlich komplett ausführe, dann kriegen wir hier einen 2-Stunden-Clip. Ich versuche das mal ganz einfach runterzubrechen. Ein wesentliches Merkmal der Fibromyalgie, das heißt einer eigentlichen Ganzkörperschmerzerkrankung mit Gelenkbeteiligung, aber auch mit einer generellen Berührungsempfindlichkeit verbunden, auch mit verschiedenen anderen Problemen. Also es gibt eine höhere Neigung auch zum Beispiel zu einer Depressivität und verschiedenen anderen psychischen Einschränkungen oder Störungen. Der Fibromyalgie oder diesen Komplex, das ist ja wirklich ein ganz kompliziertes Geschehen, liegt zugrunde, dass keine wirklich beschreibbare körperliche Grunderkrankung auffindbar ist, sondern das ist eher eine Beschreibung, wie sind die Schmerzen in Gelenken, wie ist die Berührungsempfindlichkeit der Haut. Und es sind viele, viele Patienten darunter, die eine Odyssee hinter sich haben, schon bei zig Ärzten waren, und es ist oftmals eher eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, man hat viele andere Dinge ausgeschlossen und dann bleibt so ein Ganzkörperschmerzbild zurück, das dann oft auch mit diesem Begriff der Fibromyalgie etikettiert wird. Für viele Patienten ist es vom Gefühl her ein Segen, dass endlich eine Diagnose da ist. Für manche ist es aber auch ein schwieriges Etikett, weil man kaum noch mal aus diesem Krankheitsbild rausfindet. Und man weiß, dass es medikamentös nur ganz, ganz schwer ist, dort überhaupt eine Verbesserung für Menschen hinzubekommen. Auch hier ist Bewegung das A und O. Für viele Menschen ganz schwierig umzusetzen, weil sie eben sehr starke Bewegungsschmerzen auch haben. Das heißt, man muss sehr oft erst gegen viel Widerstände das tun, weil es erst teilweise Tage und Wochen mehr wehtut, bevor man da eine Besserung hat. Aber auch hier gibt es einen multimodalen Ansatz. Also Medikamente stehen da eher ganz hinten. Bewegung, Entspannungsverfahren, gruppentherapeutische Maßnahmen. Also es gibt viel zu tun und oft sind nur ganz, ganz kleine Schritte der Verbesserung möglich für diese Patienten.